So, hier ist der Bestseller-Schreibende, den Konjunktiv nie vermeidende, sich vor Battle Rap verneigende Blubby. Und heute schauen wir uns die besten Punchlines aus dem Song MP5 Teil 2 von Kollega und Say It an. Bleibt wie immer bis zum Ende des Videos dran, dann stimmen wir gemeinsam über die beste Punchline aus dem Track ab. Wir legen los mit dieser Line hier. Ich nenne die Fotzen nicht Fotzen, weil ich bosshaft bin. Nein, ich nenne die Fotzen Fotzen, weil sie Fotzen sind. Schöne Referenz zu dem ersten Teil, wo Said eine ähnliche Wiederholung brachte. Schöner Wiederholungspunch gegen wen auch immer. Dann bringt Kollega einen Threesome-Triple-Reim, bestehend aus einer Nomen-Verb-Kombination in Suppe spucken und zwei weiteren mehrsilbigen Reimen, die aus zwei zusammengesetzten Nomen bestehen. Gruppenkuscheln, Muskelgruppen. Zusammen ergeben sie einen reimtechnisch versierten Front gegen die aktuelle Deutschrap-Szene und ihrem Bedürfnis, sich gegenseitig Woche für Woche zu featuren. Ich als YouTube-High mit ausgeprägter Schwanzflosse fand diese Line hier auch ziemlich treffend. Move smooth wie bei Haifischen. Der Bruder richtete seinen Blick in die Zukunft, so wie in Science Fiction. Bullets shooten mit Night Vision durch tiefe Täler und Schatten. Erst kommt das Reimpaar von Haifischen auf Science Fiction, um dann eine sehr starke Reimverknüpfung in der Line darauf im Wort Night Vision zu bringen. Sehr gut. Der mit Motivationssprüchen bewaffnete Boss trilliert dann diese Steh-Wieder-Auf-Line in sein überteuertes Mic mit den Versace-Stickern drauf. Diese hier. Beide viel erlebt mit den Ratten, doch ein Baum braucht auch paar Niederschläge zum Wachsen. Schöner Spit im Wort Niederschläge, damit ist einmal der Regen gemeint, den der Baum für sein Wachstum braucht. Und zum anderen die Niederschläge im Leben des Kollegas, die er gebraucht hat, um an sich selbst wieder zu wachsen. Mega starke Line. Auf meinem Instagram-Account lade ich bald für alle Spit-Freunde von Kollega ein Video hoch, wo ich seine besten Spits analysiere, also schon mal meinem Instagram-Account folgen. Dann kommt Say It's Part und ich muss echt sagen, der übertrifft vieles zurzeit, besonders seine Punchlines hatten es in sich. Er beginnt mit einem Rückblick auf seine Historie bei Alpha Music Empire mit dieser Line hier. War allein in dem Business, doch schreibt meine Geschichte. Von Alpha weg, doch Alpha sein heißt, du machst eigene Schritte. Dann bringt er in bester Juri-Manier eine Fußball-Line mit eingebautem Spit französischer Couleur in dieser Line hier. Nie mehr Dope-Ticken an Stadtrand-Kids. Say It ist jetzt Unternehmer wie die PSG-Ersatzbank-Bitch. Unternehmer oder Unternehmer, also quasi unter dem Popo von Neymar, dem Stürmer von Paris. Dann kommt eine Reimkette von Say It, die ich beachtenswert fand, wobei ich diese Trampolin-Line schon bei Kool Savage gehört habe. Die Line geht folgendermaßen. Louis V. Wandmotive, Lamborghini sind Randnotizen, MP5 liegen blank poliert in der Schrankvitrine für Bandenkriege, Bitches machen auf Aphrodite, doch sehen geschminkt aus wie Pantomime. Gratuliere, Say It Pimp lässt die Lady springen sowie Trampoline. Say It nutzt hier die Reimstrategie der gleichen Abfolge von Assonanzen. Erkläre ich euch mal am Beispiel von dem Reimpaar Wandmotive und Randnotizen. Bei Assonanzen schaut man sich die Abfolge der Vokale etwas genauer an. In diesem Fall A, O, I, E. In beiden Reimen bringt Say It genau die gleiche Abfolge dieser Vokale. Daher reimen sich beide Wörter sehr gut. Das gelingt Rapper nicht immer, manchmal wird in diese Abfolge noch ein weiterer Vokal eingebaut, was allerdings die Reime dadurch nicht unbedingt schlechter machen muss. Falls ihr euch für das Schreiben von Rap-Texten interessiert, dann holt euch auf jeden Fall meine Punchline-Bibel, wo ich über 100 Strategien zum Schreiben von Rap-Texten analysiert habe, unter anderem auch über 30 verschiedene Möglichkeiten, den besten Reim zu finden. Das waren die besten Punchlines aus dem zweiten Teil von MP5 von Say It und Kollega. Ihr könnt jetzt über die beste Line in den Kommentaren abstimmen. Alle Lines bekommen einen Hashtag, den seht ihr hier. Und ihr schreibt den Hashtag eurer Lieblingsline einfach unten in die Kommentare. Falls eure Lieblingsline nicht dabei war, kommentiert ihr mit dem Hashtag andere Line. Falls ihr die nächsten Analysen nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und digitalen Daumen dalassen. Danke euch.